und zu Wort gemeldet hat sich die Frau Kollegin Schatz. Bitte, Frau Abgeordnete, Sie sind am SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz ist die erste Rednerin zu diesem Thema. Der vorliegende Antrag befasst sich mit der Forderung, rechtsextreme Vorfälle in der NS-Meldestelle bei der DSN auch mittels Online-Formular kundzutun. Momentan ist das ausschließlich postalisch oder per E-Mail möglich. Aus dem Verfassungsschutzbericht 2020 wissen wir, dass allein in diesem Jahr 3.636 Hinweise bei der NS-Meldestelle eingegangen sind. Immerhin 1.098 von diesen sind als relevant eingestuft worden. Sehr geehrte Damen und Herren, hinschauen und handeln statt wegschauen, das zeichnet eine aktive Zivilgesellschaft in einer starken Demokratie aus. Und der Direktor der DSN hat erst kürzlich in einer Pressekonferenz vor den Gefahren des Rechtsextremismus in Österreich gewarnt. Und die vielen Häufungen von Waffenfunden in der Szene unterstreichen diese Einschätzung. Es braucht also dringend zivilgesellschaftliches Einschreiten, zivilgesellschaftliches Engagement im Kampf gegen Rechtsextremismus. Dass viele Menschen dabei aber Angst haben vor Angriffen aus der rechtsextremen Szene, liegt dabei, glaube ich, auch auf der Hand. Deshalb muss es, Herr Innenminister, auch entsprechend möglich sein, rechtsextreme, rassistische, antisemitische Vorfälle und Verstöße gegen das Verbotsgesetz auch in einem Online-Formular und auch anonym zu melden. Und ich freue mich, dass die Regierungsparteien diesem Ansinnen zwar grundsätzlich offenbar positiv gegenüberstehen. Jetzt ist es aber so, dass diese simple Forderung nach einem Online-Formular, nach der Einrichtung eines Online-Formulars dahingehend abgeschwächt wurde, dass der Herr Minister das prüfen möge. Ganz ehrlich, das lässt leider einmal mehr erkennen, dass es offenbar mehr Antrieb für diese Bundesregierung braucht, im Kampf gegen Rechtsextremismus aktiv zu werden. Wo ist der nationale Aktionsplan, den wir 2021 hierherinnen mit den Stimmen von 4 Parteien auch tatsächlich beschlossen haben? Da liegt leider immer noch nichts vor. Seit Jahren beobachten wir ein extremes Hoch an rechtsextremen Straftaten in Österreich. Das wissen wir auch aus den Anfragebeantwortungen zu meinen Anfragen an Sie, Herr Innenminister, und an die Frau Justizministerin. Und die Beobachtung dieser Zahlen zeigt, dass alleine in den letzten 6 Jahren die Verfahren nach dem Verbotsgesetz sich bis zum Jahr 2022 verdoppelt haben. Und wir wissen aber auch, dass es eine Differenz gibt bei den Zahlen aus dem Innenministerium, weil da sind die Zahlen zwar auf einem extremen Hoch, schwanken immer leicht auf und ab, aber entsprechen nicht dieser Steigerung mit den Zahlen aus dem Justizministerium. Und hier, Herr Minister, ist es dringend notwendig, dieses Zahlenchaos auch entsprechend aufzuklären, hier für Klarheit zu sorgen, damit diese Dinge auch entsprechend angegangen und angegriffen werden können. Und das zeigt einmal mehr, wie dringend notwendig der Rechtsextremismusbericht auch ist, der hier die notwendigen Analysen, Daten und Fakten liefern muss, damit wir gemeinsam den Rechtsextremismus bei seinen Wurzeln packen und bekämpfen können. Herr Innenminister, Sie wissen, die Sozialdemokratie ist immer Bündnispartnerin im Kampf gegen Rechtsextremismus. Und Sie wissen, dass ich hartnäckig bei meinen Forderungen dranbleiben werde. In diesem Sinne, kommen Sie bitte ins Tun. Vielen herzlichen Dank. Sagt Sabine Schatz von der SPÖ.